mí. El cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobra el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Schatz, Schatz, da bietet jemand 120.000 Pesos für eine Bestellung. Das ist das beste Angebot, was wir bisher bekommen haben. Du solltest es annehmen, der Mann wartet am Telefon, sag ja. Nein, mach ich nicht, er muss höher gehen. 120.000 ist mir zu wenig Geld. Außerdem geht die Versteigerung gerade erst los. Dann geht uns aber vielleicht die Bestellung verloren. Hab nicht gleich solche Angst, Süße. Ich meine, ich würde sogar meinen Kühlschrank verpfänden, wenn ich dafür eine wie dich als Auslieferin buchen könnte. Aber das Wellness-Team hat noch gar kein Angebot bekommen und deswegen auch noch gar nichts ausgeliefert. Wir müssen uns ranhalten, Schatz. Du sagst ihm, er soll beim Bieten gefälligst noch was drauflegen. Ich will einen Haufen Geld sehen, sonst werde ich dich nicht zu irgendeinem Kerl fahren lassen. Oh, du bist unmöglich. Die Frau hat recht. Dicke? Ich brauch dich mal schnell. Gehen wir raus? Ach, ist ja toll. Wo warst du eigentlich so lange, hä? Spinnst du, Kumpel? Fang sofort an zu kochen. Mann, wir haben jede Menge zu tun. Wir wollten die Laken aufhängen zum Trocknen. Schon vergessen? Bettlaken und du, das gefällt mir nicht. Ich teile das Laken nachts nur mit einer schönen Frau. Kapiert? Dicke, unsere Bettlaken können da, wo sie hängen, nicht trocken werden. Klar? Und dabei könnten wir auch mal nachsehen, wo die Katze ist. Da musst du Klar, keine Angst doch, mehr das dumme haben, okay? Kätzchen. Los, lass uns gehen. Schön fleißig sein, Philippe. Jawohl, komm. Hier ist dich. Ihr könnt mich doch nicht allein lassen. Hey, Mann! Wir werden verlieren. Na und? Rodrigo! Mhm? Denkst du, dieser Platz ist besser, um die Laken aufzuhängen? Ja, ich glaube schon. Jedenfalls fällt mir kein besserer ein. Was meinst du denn? Wir sollten die Wäsche vielleicht höher aufhängen, damit die Sonne direkt drauf strahlen kann. Die Sonne fällt von schräg oben darauf und deswegen werden die Laken schneller trocken. Aha, ich weiß nicht. Hängen wir die Laken erstmal auf, dann werden wir ja sehen, was passiert. Einverstanden, Dicker? Ja, warum nicht? Na dann. Bin völlig umsonst losgerannt. Hast du Anibal nicht gefunden? Nein, er war nirgendwo zu finden. Weißt du, was er von mir wollte? Nein, keine Ahnung. Okay. Was war los? Nichts Besonderes. Los, gib mal her. Ach, ist gut so. Sieh dir Rodrigo und Edgar an. Was machen die zwei da? Wieso hängen die Laken im Hof auf? Ach, Gloria, sei bitte nicht immer so misstrauisch. Ich habe gehört, dass die Laken woanders nicht richtig trocken werden. Und deshalb hängen sie im Hof auf. Du bist schon paranoid. Eigenartig, die brauchen so viele Laken. Na, ich weiß ja nicht. Vielen Dank. Sehr freundlich. Danke. Auf Wiederhören. Sag mir sofort, ob Sie den Rückflug von diesem verdammten Quintana schon vorliegen haben. Sie wusste es leider nicht, Chef. Weil er so viel fliegt, hat er eine Dauerreservierung. Er fliegt wann und wie er will. Er hat ein offenes Ticket. Deinetwegen habe ich jetzt Magenschmerzen. Warten Sie hier bitte einen Moment. Chef, das ist Valentinas Mutter, Senora Mansur. Sie will den Produzenten von Hotel Real sprechen. Das Problem ist nur, dass keiner weiß, wer das ist. Ist das nun Quintana oder Susanna oder sind Sie das? Signora, Signora, kommen Sie in mein Büro, denn ich bin der Produzent dieser grandiosen Show. Gehen Sie vor. Ja. Wenn sie weg ist, habe ich deine Strafarbeit. Mindestens 1000 Mal der Produzent des Programms ist... Anibal Lopez. Senor. Senor Anibal Lopez. Wie oft soll ich... Nein, nein, Senor. Ich habe angerufen und verlangt, dass die Macaroni von Valentina geliefert werden. Aber sie kam nicht. Das wird daran gelegen haben, dass wir einige kleine Probleme hatten, weil der neue Test bei den Zuschauern so extrem gut angekommen ist. Beide Teams sind mit den Bestellungen völlig überlastet. Sie kommen einfach nicht mehr nach. Ist das mein Problem? Hören Sie, das war die einzige Möglichkeit für mich, um in aller Ruhe mit meiner Tochter zu sprechen. Also entweder tun Sie jetzt etwas, damit ich Sie sehen und mit ihr sprechen kann, oder Sie werden mich hier nicht wieder los. Ich bleibe einfach hier sitzen. Also Moment, immer mit der Ruhe, liebe Frau. Mein Programmformat unterliegt gewissen Regeln, die sehr streng sein müssen. Wirklich sehr, sehr streng. Was das Verlassen des Hotels angeht zum Beispiel, gibt es für keinen der Kandidaten bitte, eine Ausnahme. Bitte, 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 es reicht. Ihre Regeln interessieren mich nicht, Senor. Sie müssen verrückt sein, wenn Sie glauben, ich bleibe hier ruhig sitzen, während meine Tochter, die erst vor kurzem volljährig geworden ist, in Ihrem Programm wie eine Schlampe dasteht. Also, Senor Lopez, was wollen Sie tun? Meets, 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 meets.
Eieiei, wo ist sie denn, die kleine Katze? Ich kann sie gar nicht sehen. Kannst du sie irgendwo entdecken, Edgar? Nein, aber wie willst du sie denn auf deiner Seite sehen? Du hast doch gesagt, dass sie auf meiner Seite gewesen ist. Ach ja. Komm und such sie. Mann, ich kriege einen mordsmäßigen Schreck, wenn sie überraschend auftaucht. Okay, alles klar, mach ich. Pass auf. Los, such sie. Ja, mach ich. Mietz. Kannst du das Kätzchen nun endlich irgendwo sehen? Nein, von hier aus nicht. Nein. Von hier aus sehe ich gar nichts. Es ist absolut nichts zu sehen, Dicker. Was können wir machen, Susanna? Was machen wir? Die Frau ist sehr aufgebracht. Sie ist wahnsinnig aufgebracht. Sie nimmt keine Vernunft an. Sie will zum Staatsanwalt gehen. Sie will einen öffentlichen Skandal, wenn wir Valentina nicht sofort aus unserer Show rausnehmen. Gut, was haben Sie darauf geantwortet? Ich? Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich bin nicht der Produzent. Dann wäre das was anderes. Als Produzent hat man Dinge zu klären, zu lösen, zu entwickeln, zu entscheiden. Aber ich bin ja hier ein Nichts. Ich bin sozusagen eine Null. Der Sender definiert meine Position nicht. Keiner sagt, mach das, mach jenes, geht zum Teufel nichts. Nein, für meine Arbeit wird ein Fremder geholt und in Dollar bezahlt. Er steckt seine Nase in mein Hotel. Er entscheidet, taucht auf, verschwindet, nimmt da weg, steckt dort ein und nun verlangen sie, ich soll Probleme lösen. Ich bin nicht der Produzent. Ich darf keine Entscheidungen treffen und ich will auch keine... Halt, Senor, nicht in diesem Ton, ja? Nicht in diesem Ton, Anibald. Schon x-mal habe ich Ihnen laut und deutlich gesagt, dass Sie für Hotel Real als Co-Produzent des Sendeformats gelten. Und jetzt möchte ich, dass wir endlich gemeinsam zu einer Lösung kommen. Und was ist, wenn Senor Quintana ankommt und diese Lösung nicht gut findet? Na was dann? Können Sie mir garantieren, dass das nicht geschieht? Können Sie das? Ich sage es Ihnen nochmal. Das Ganze ist kompliziert und zwar so kompliziert, dass die Situation außer Kontrolle geraten kann. Ich finde keine Lösung für das Problem. Sie wollen beim Team Ferienanlage bestellen? Und wie viel bieten Sie für unsere Macaroni? Ja, hier ist die Bestellannahme für das Team Wellness. Wie viel bieten Sie für die Burritos? Hört mal, Jungs, hört mal, ihr zwei da. Hier bietet euch jemand 50.000 für die Macaroni. Er wünscht, dass sie zu ihm geliefert werden. Ja, annehmen. Ja. Sie haben den Zuschlag. Und wohin soll geliefert werden? Oh Mann, wenn das so weitergeht, verlieren wir. Bitte, Valentina, erzähl mir von deinem ersten Mal mit Cesar. Wie war's denn so? War er einfallsreich? Hattest du das Gefühl, als würdest du in höheren Sphären schweben? Du warst mit Cesar unter der Dusche. Wie war das für dich? Ach, Valentina, was soll das denn jetzt? Cesar und ich waren immer nur gute Freunde und kein bisschen mehr. Ich gebe zu, der Energiefluss zwischen uns war schon intensiv, aber wir lieben uns wie Bruder und Schwester, wirklich. Halten Sie das Geld bitte ab. Und zwischen euch ist wirklich nichts passiert? Gar nichts, rein gar nichts. Außerdem liebe ich meinen Schatz viel zu sehr, mein Juan Camilo. Er ist mein Ein und Alles. Habe ich notiert. Aber erzähl doch mal. Ich finde es wichtig. Wir Frauen sollten viel offener über Sex reden. Da ist nichts Schlechtes dabei. Ich schwör's dir. Was zwischen zwei Menschen passiert, ist doch vollkommen normal. Und Sie wissen, außerdem, wir bekommen so viel Energie aus anderen Sphären. Die sollten wir zu unserem Wohl nutzen. Tja, Ramon, wenn du dich wie ein böser Bube aufführst, hast du den Salat. Du wolltest nichts von Valentina, damit bist du draußen. Tut mir leid. Ja, komm, mach weiter. Einpacken. Moment, hört mal, da ist einer, der sagt 30.000 für das Menü. Verkauft, hören Sie? Weißt du, Cesar, wenn es jetzt zu spät ist, bei Valentina zu landen, dann deswegen, weil ich viel Zeit und Mühe investiert habe. Und ich meine, davon hast du profitiert. Gut, bitteschön. Ach komm, sie ist nicht die einzige Frau im Hotel. Ja, sie sind ja nicht. Sieh mal, da ist noch Mariaka. Sie ist immer allein, nicht verheiratet und verdammt schön, nicht wahr? Also, wenn sie nicht ja, gut, hübsch ist sie, keine Frage. Aber glaubst du, ich könnte darüber hinwegsehen, was da zwischen euch unter der Dusche vorgefallen ist? Niemals. Vergiss es. Tch, Ramon, mit Mariaka war überhaupt nichts. Besser. Wirklich? Ja, nichts. Ich werde es dir erzählen. Als wir soweit waren, dass es hätte losgehen können, sagt sie... Mein Süßer, ich bin nur hier, weil Ramon leider nichts von mir wissen will. Was bieten Sie? Nein, Mann, für die zweite Geige bin ich mir wirklich zu schade. Einen Moment bitte. Hallo? Hör auf zu lügen, Cesar, das zieht nicht. Dann glaub mir eben nicht. Aber ich hoffe, du erzählst ihr das nicht weiter, verstanden? Okay, nein. Das geht nicht. Dir was? Was? Cesar hat eine Riesenmenge Energie. Ach ja? Oh, und wie ist der? Ist er eher stürmisch oder romantisch? Streichelt er gern? Wie fühlt Hallo? Er sich an? Nein, das geht zu. Moment, Quatsch. Darüber muss man reden, Valentina. Kann ich annehmen? Weißt du, ich war schon immer der Überzeugung, dass Streicheln eine Kunst ist. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, wie man jemanden streicheln sollte und auch sich streicheln zu lassen. Hier ist die Bestellanlage. Dabei sollte man mal die üblichen erogenen Zonen außer Acht lassen, denn es gibt andere interessante Stellen. Ich finde, unser Körper verfügt über mehr sensible Zonen und ein guter Liebhaber sollte schon wissen, welche das sind und wo die alle sind. Er kennt sie allerdings alle. Alle? Merkwürdig, nicht wahr? Ein Mensch wie er, der doch immer so
auf Macho macht, keine Schwächen eingesteht, aber innerlich offensichtlich sehr zart beseitet ist. Tja, aber wenn er wirklich weiß, wie er eine Frau verwöhnen kann, finde ich das natürlich wundervoll. Das mögen wir. Er war also sehr zärtlich, ja? Ja. Aber er ist jetzt mein Lover, klar? Ist ja gut. Nun werd doch nicht eifersüchtig, bloß weil ich gefragt habe. Du bist verliebt. Du bist verknallt. Sessa, ja, natürlich, das ist inbegriffen. Roderick und Edgar haben eben Vertrauen zu uns. Deswegen lassen sie uns mit der Arbeit allein. Ich weiß nicht. Jedenfalls können wir hier nicht weg. Jeden Moment kann ein gutes Angebot eintreffen. Und? Wie viel? 30.000. Nein, viel zu wenig. Blödsinn. Bieten Sie mehr. Schon besser. Weiter so. Hallo. 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 Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Na, wie läuft der Test? Ja, wir bringen danke, gut. Auch zu Ihnen nach Hause. Eigenartig. Vom Team Wellness sind nur Eloisa und Felipe da. Ihre Mitspieler, Rodrigo und Edgar, wo sind die? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich werde das Team jetzt fragen, ob sie annehmen. Moment. Nein, ich kann die Katze hier nirgendwo entdecken, Kumpel. Such sie. Vielleicht ist sie hinter den Hecken verschwunden. Ja, möglich ist alles. Nein, hinterm Gebüsch habe ich schon nachgesehen. Ich finde die Katze ziemlich gerissen. Komm hierher und hilf mir hier suchen. Mach ich. Ich komme sofort. Vielleicht eine Katze versteckt sich einfach. Komisch. Hey, wo sind denn Edgar und Rodrigo? Sie sind hinter den Laken. Hörst du sie denn nicht? Schon, aber ich meine... Nein, im Ernst. Ich finde das wirklich eigenartig. Was soll das? Hallo, hier ist der Kontrollraum. Ich rufe das Hotel. Hallo, hört mich einer? Meldet euch, Leute. Hallo, George Quintana. Tut mir leid. Entschuldigung, wenn ich störe. Da geht irgendetwas im Hof vor, was wir merkwürdig finden. Okay, und was ist das? Tja, wir sehen zwei Teilnehmer nicht mehr. Rodrigo und Edgar. Könnte mal jemand nachsehen, was da los ist? Selbstverständlich. Ich werde gleich nachsehen. Over and out. Wow, diese Katze ist ja riesig. Ich dachte immer nur, es wäre ein Kätzchen. Ja, ist es nicht ein sehr hübsches Kätzchen, Edgar? Möchtest du es nicht mal streicheln? Ja, ein wunderschönes Kätzchen, so hübsch dunkel auch noch. Lass mich mal sehen. Oh. Was ist das denn? Und was denkst du, was George wohl hinter den Laken findet? Ach, Luz, was für eine Frage. Ich hoffe doch die Kandidaten. Gloria. Wo sind Sie? Ich weiß nicht genau. Ich denke irgendwo hinter den Laken. Sehen Sie nur, das dumme Kätzchen ist wieder aufgetaucht. Ja, wir hätten es fast übersehen und wären draufgetreten. Warum sind Sie denn eigentlich so nervös? Was? Nein. Ach, wir sind doch nicht nervös. Wir sind nur froh, dass Rodrigos Kätzchen aufgetaucht ist. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich wüsste, dass das Tier hier irgendwo rumschleicht. Ich finde Katzen richtig. Dann ist es also wahr. Sie fürchten sich vor Katzen. Ja, er hat sogar panische Angst davor. Das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Was ich auch den anderen sagen wollte. Ja. Bitte sehr. Wenn ich den Sender verklagen muss, um meine Tochter aus dieser Reality-Show zu befreien, dann tue ich das. Immer mit der Ruhe, Senora. Ihre Tochter ist volljährig und hat einen Vertrag unterzeichnet. Senor, ich kenne mich in Verträgen aus. Ich sag Ihnen was. Ich werde nachweisen, dass Valentina eine ernste psychische Krankheit hat. Und deswegen ist es unverantwortlich, wenn sie in diesem nervenaufreibenden Programm bleiben muss. Keine Minute mehr. Na, können wir das Kätzchen nicht behalten als Maskottchen des Wellness-Teams? Ja? Hey? Senor Quintana, ich würde es wirklich gerne eine Weile behalten. Vielleicht überwinde ich so meine Angst. Außerdem hat das Team Ferienanlage ja auch so seine besonderen Kätzchen. Valentina und Mariaka. Ja. Stimmt. Ja. Geht das? Ist es nicht wirklich süß? Yeah, it's nice. Ja. Na, was sagen Sie, hä? Bitte.
Bitte nicht aufregen, beruhigen Sie sich. Ich versichere Ihnen, dass wir darauf geachtet hatten, nur die eher unverfänglichen Szenen mit Ihrer Tochter zu senden. Ehrlich? Da sind noch schlimmere? Oh Gott, Susanna, oh Gott. Ich würde vorschlagen, wir rufen Quintana an. Ich werde mal sehen, ob ich... Tun Sie was sofort! Es reicht, es reicht, es reicht! Bitte beruhigen Sie sich, Signora. Nicht aufregen, ja? Anibal, tun Sie was. Ich rufe gleich George an. Die Situation ist zu schwierig, so geht das nicht weiter. Mein armes Kind! Mein armes Kind! Verstehe, bin schon unterwegs. Nicht aufregen, ich komme gleich. Was ist los? Die Mutter von Valentina ist in der Sendeleitung und kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Sie verlangt, dass wir ihre Tochter sofort aus der Show nehmen. Deshalb fahre ich jetzt gleich hin. Ich würde ja gern mitfahren, aber ich muss hierbleiben und die Trailer vorbereiten. Schon in Ordnung, aber bringst du mich wenigstens bis zum Tor, Carmen? Okay. Oh, bringst du mich wenigstens bis zum Tor, Carmen? Hast du gesehen, wie scharf der Kerl auf sie ist? So werde ich das mit Eloisa jetzt auch machen. Ich gehe ran und hopp. Ich komme später und hol dich ab. Geh nicht schlafen, wenn die Show vorbei ist. Versprichst du mir das, mein Schatz? Ich hätte da noch etwas mit dir vor. Können wir reden? Nein, Rodrigo. Doch, doch, doch. Die Sache mit der Katze war deinetwegen, verstehst du? Ich habe nach einem Ort ohne Kameras gesucht. Nach Rodrigo. Einem Ort, wo wir endlich in Ruhe Rodrigo. Miteinander reden können. Nach einem Ort, wo ich dir sagen kann, Rodrigo. Was ich will. Kommen Sie wieder runter. Ja, sind Sie verrückt geworden? Ja? Nein, wieso? Nein? Aha, gut. Im Sender sind alle misstrauisch geworden, seit sie angefangen haben, sich unmöglich aufzuführen. Denn keiner versteht, warum, klar? Gut. Okay. Na und? Was ist? Wir werden beobachtet. Und? Und? Ach, Sie wollen sich in Gefahr bringen? Nein. Rausgewählt werden? Nein. Gut, dann beruhigen Sie sich endlich wieder. Schön, mach ich, okay. Ich bin ganz ruhig. Ja. Schwör mir jetzt, dass du mit mir an diesen Ort gehst, ja? Er ist total sicher, ein richtiger Geheimplatz Rodrigo. Ist das. Er ist nur für uns und sonst Rodrigo. Niemand, ja? Rodrigo, wir werden beobachtet. Verstanden? Noch einmal. Ich muss ganz dringend Luz sprechen. Das nützt nichts. Es ist leider besetzt. Dann stellen Sie mich gleich zum Produktionsbüro durch. Vielleicht geht da jemand ran. Moment. Kannst du mir verraten, warum du die Tür abgeschlossen hast? Wegen dem Spion. Hast du nicht gehört? Anibal sagt, dass hier einer rumschnüffeln würde. Ehrlich, Gloria, ich kann nicht auf die Monitore achten und gleichzeitig darauf, wer hier ein- und ausgeht. Mein Gott, Luz. Wenn wir das glauben würden, dann müssten wir hier den ganzen Tag lang abschließen. Oder wolltest du aus besonderen Gründen lieber allein sein? Hä? Wieso das denn? Woher soll ich das wissen? Du bist aber komisch in letzter Zeit. Mir sagst du, dass Anibal mich sehen will? Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil er seit Stunden mit Valentinas Mutter im Büro redet und redet über was weiß ich. Der Chef wollte dich vorhin sprechen. Hab ich Schuld, wenn du da gerade woanders zugange warst? Hör mal, ich wollte nicht allein sein. Aber ich mag's nicht, wenn die Leute Klatsch verbreiten und mehr ist nicht. Ich glaub dir. Du hast ja recht. Was ist mit Rodrigo und Edgar? Sind die vielleicht immer noch weg? Hallo, Paranoia, Paranoia. Wir wissen bereits, dass die Sache mit der Katze wahr ist. Und jetzt beruhige dich endlich, Süße. Es liegt ja nur daran, dass dieser Quintana mich dauernd stresst. Er hat uns gesagt, ich will genau, und zwar Minute für Minute wissen, was da passiert. Kannst du dir vorstellen, wie der ausrastet, wenn uns irgendetwas Wichtiges entgeht? Valentina lässt sich jedes Mal, wenn sie im Fernsehen gezeigt wird, was Schlimmeres einfallen. Und Sie verhindern das nicht. Nein, das werde ich nicht länger durchhalten. Ich weiß nicht. Aber es muss was passieren. Guten Tag. Und was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie denn? George Quintana. Freut mich sehr. Er ist ein Produzent und international tätig. Er hilft uns bei der Gestaltung der Show. Verzeihen Sie, ich bin Maria Eugenia Mansur, die Mutter von Valentina. Wirklich? Ich hoffe, Sie können mir bei meinem kleinen Problem behilflich sein. Selbstverständlich. Maria wie? Maria Eugenia, aber nennen Sie mich einfach Maria. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Folgen Sie mir bitte in den Konferenzraum, Maria. Aber gern doch. Da entlang, bitte. Das war's, Senor. Na bitte, da fragt sich doch keiner, warum sich die Tochter so aufführt. Was hat die nur? Spielt uns die Boa Constrictor und kaum taucht dieser Kerl auf, grinst sie wie ein unschuldiger Engel. Was hat dieser George, was ich nicht habe? Anibal, haben Sie Zeit? Logisch. Wissen Sie, die Liste ist sehr lang.
Sie wollten mich sprechen? Ich? Ja. Ich wüsste nicht, weswegen. Komisch, aber ich habe doch gedacht, Sie wollten... Macht nichts. Ich hätte da noch den neuesten Klatsch auf Lager. Ach nein, lass es. Verschon mich damit. Du weißt, dass ich sowas nicht mag. Es ist wirklich erstaunlich. Da hat doch tatsächlich einer von der Produktion eine Affäre. Nein, ich bin heute nicht in Stimmung für Klatsch und Tratsch und Rätsel. Begreifst du das denn nicht? Das könnte aber Ihre Stimmung deutlich heben. Ach. Weil es um Carmen Morena geht. Hier ist Ihr Kaffee. Vielen Dank. Bitte sehr. Verzeihen Sie die Frage, aber wie... Danke. Fragen Sie. Wie sind Sie hergekommen? Ganz einfach, mit dem Flugzeug, wie das so ist. Also, kommen wir zu der Sache mit Ihrer Tochter, Valentina? Valentina. Sie müssen nicht versuchen, sie irgendwie aufzuhalten, das bringt gar nichts. Mir ist völlig klar, dass ich die Fassung verloren hatte. Vielleicht wird das, was ich gemacht habe, schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Aber ich konnte nicht anders. Ich war furchtbar eifersüchtig. Ich konnte nicht ertragen, dass George Carmen geküsst hat. Zum ersten Mal habe ich mich zurückgesetzt gefühlt. Parken Sie den Wagen ein! Nicht nur, dass sich George völlig frei bewegen kann, er ist auch noch der Produzent. Er hat bestimmt viel mehr mit Carmen gemeinsam als ich. Ich bin ja bloß ein einfacher Koch. Ich werde noch verrückt, wenn ich nicht endlich mit ihr reden kann. Ich muss ihr sagen, dass ich nicht schwul bin. Dass ich das nur wegen der Hypothek mache, damit Nacho, Dolores und Lucia nicht ohne Dach über dem Kopf dastehen. Meine einzige Hoffnung ist, dass Carmen nach dem Test bereit ist, mit mir zu dem blinden Fleck zu gehen. Und mir die Chance gibt, ihr alles zu erklären. Hallo. Könnte ich denn vielleicht mal ganz kurz mit Luz sprechen? Na klar, komme schon. Carmen, Sie können sich nicht vorstellen, was ich Ihretwegen für eine Angst hatte. Ich zittere immer noch. Hören Sie auf, furchtbar. Aber stimmt es, dass Sie allein waren und niemand sonst gehört hat, was Rodrigo gesagt hat? Nein, es war niemand da. Oh, haben wir ein Glück. Aber ich wäre nicht so erleichtert. Ach, aber warum denn nicht? Carmen, ich hatte nicht genug Zeit, die Kassette verschwinden zu lassen, geschweige denn den Ton zu löschen. Ach. Gloria passt auf und ich bin ganz sicher, sie hat einen Verdacht. Es muss so sein. Oh nein. Dann bitte ich Sie um einen Gefallen. Oh nein, Carmen, ich weiß, warum Sie mich jetzt bitten, aber ich kann das wirklich nicht machen. Ich kann es nicht vertuschen, weil Gloria mich ständig beobachtet. Das ist wirklich der letzte Gefallen, um den ich Sie bitte. Tun Sie es für Rodrigo und für Edgar, sonst ist das Ihr Ende. Schon, aber wenn Gloria rauskriegt, dass ich die beiden decke, dann werde ich an die Luft gesetzt. Hören Sie zu. Ich schwöre Ihnen. Sollte irgendetwas passieren, dann werde ich die volle Verantwortung übernehmen, Luz. Gut, aber Sie bringen sich selbst in Gefahr und das für einen Mann, der... Stopp nicht. Sagen Sie das nicht, Luz. Bitte nicht. Ich weiß. Allerdings muss ich Sie um noch was bitten. Nichts Großes. Susanna soll nichts davon erfahren, einverstanden? Sie hat keine Ahnung. Ich bin in ihrer Hand, Luz. Na gut, aber es ist wirklich das letzte Mal, dass Sie... Ich liebe Sie. Und ob Sie ihm was nützt, weiß ich auch nicht. Hat Sie keiner im Hotel gehört? Sind Sie da ganz sicher? Nein, Chef. Ich weiß nicht, was George mit dieser Frau da drin redet, weil ich kein Wort verstehe, aber ich habe alles beobachtet. Und? Was denn? Ach, Chef, Sie lachen und lachen. Aber ich schätze, er hat dir die Klage bereits ausgeredet. Okay. Wunderbar. Dann machen wir es so. George, vielen Dank für alles. Ich bitte Sie, dafür nicht. Versprechen Sie mir, dass Sie meine herzliche Einladung zu einem Essen annehmen, bevor Sie abreisen. Bei mir zu Hause. Damit Sie meinen Mann kennenlernen. Ja, natürlich gern. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen. Es gibt keinen Grund. Sie können wirklich ganz beruhigt sein. Ich werde dafür sorgen, dass Valentina die Macaroni zu Ihnen ins Haus liefert. Okay. Sehr gut. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Sagen Sie mal, verehrter Kollege, habe ich richtig gehört? Haben Sie wirklich vor, dieser Valentina zu gestatten, Ihren Eltern die Macaroni auszuliefern? Ja, das stimmt. So haben wir es besprochen. Ah. Ich finde diese Idee ja ganz wunderbar, prima, großartig. Wir schicken das Mädchen, ein Zugpferd unserer Show, mit den Nudeln in das Haus ihrer geliebten Eltern. Die sperren sie ein und wir verlieren eine Teilnehmerin. Das ist großartig, ja, hervorragend. Richtig.
War Pocho, dieser Idiot, schon hier? Ich brauche seinen Bericht. Pocho, wo bleibt der Bericht? Dann frag Manuel. Aber Dali. Rodrigo ist eindeutig verrückt geworden. Wie kann er dir nur solch einen Vorschlag machen? Nein, Carmen, sag mir, dass du dich nicht mit ihm an diesem Ort treffen wirst. Oh, ich krieg noch einen Herzinfarkt deinetwegen. Wie willst du da verhindern, dass ihr nicht erwischt werdet? Willst du vielleicht deinen Job verlieren? Deinen guten Ruf? Alles, was du bisher erreicht hast? Ja, Carmen? Lukas, an diesem blinden Fleck sind keine Kameras. Hast du schon gesagt. Doch im Rest des Hotels eine Menge. Erklär mir mal Folgendes. Wie willst du ungesehen an diesen Ort gelangen? Ich weiß nicht, aber ich tue es dennoch. Das, was mir Rodrigo sagen will, ist wichtig. Es muss extrem wichtig sein, sonst würde er keinesfalls dieses Risiko eingehen. Verstehst du? Nein, verstehe ich nicht, aber ich glaube, ihr seid beide voll verrückt. Noch was? Was ist mit George? Ich dachte, endlich hat sie den passenden Mann gefunden. Einen wundervollen sogar, der mit größter Wahrscheinlichkeit Carmen Morena über Rodrigo hinweghilft. Oder habe ich das alles nur geträumt? Nein, da ist schon was dran. Aber es könnte definitiv die letzte Chance für mich sein, zu erfahren, ob Rodrigo schwul ist oder nicht. Und Susanna? Weiß sie Bescheid? Nein. Und komm ja nicht auf die Idee, mit ihr darüber zu reden. Das bleibt unter uns. Und dann ist Schluss. Das war's. Ich habe mich entschieden, mit ihm zu reden. Okay. Und das ist ihr letztes Angebot, nicht wahr? Perfekt. Oh nein, nur 132.000. Nein, das ist gemein. Sei nicht so geizig, Schätzchen. Leg was drauf. Ich kann dir tanzen, wenn dich das aufmuntert. 22.000 ist etwas sehr wenig. Jetzt fällt mir ein, dass wir nicht live senden. Er sieht mich ja gar nicht. Okay, Augenblick bitte. Eloisa, was soll ich dem jetzt sagen? Hallo? Hey, wie geht's Ihnen? Ich bitte Sie, bieten Sie doch etwas mehr, vielleicht 200.000 Pesos? Eloisa, sind Sie verrückt geworden? Sie dürfen nicht mit den Zuschauern sprechen. Geben Sie sofort das Telefon her. Dann sag deinem Papa, dass er etwas mehr bieten soll und ruf noch mal an. Ja, gut, danke. Bloß den Hörer, so geht das aber nicht. Hallo, wie schade, das waren ein paar Schulkinder, die hatten gesammelt und wollten uns unterstützen. Naja, war zu wenig. Hallo, ich höre? Wieso guckst du denn so? Suchst du irgendwas, Tessa? Mach die Klappe zu und kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram. Da hast du genug zu tun. Hey. Einen Moment, bitte. Eloisa. Bitte. Eloisa. Tut mir leid. Hey. Mach doch eine kurze Pause, damit ich dich was fragen kann. Oh. Ach, Ramon, kann es sein, dass du einen Rat von mir willst? Nein, ich würde nur gern wissen, ob es wahr ist, was mir Cesar gesagt hat. Naja, mich interessiert das. Cesar hat dir was erzählt und was? Er sagte, dass dein Herz leider schon besetzt ist. Ach ja, hat er das gesagt? Ja. Ich glaube, dass dein Freund ein besonders mega, mega starker Typ ist, Sonso. Er dürfte echt gut aussehen und benimmt sich sicher auch wie ein richtiger Gentleman, aber wie würdest du ihn denn so beurteilen? Er hat eine schöne Aura. Eine große und stark leuchtende. Er steckt voller guter Energien. Er ist positiv. Mein Freund ist sehr groß und super schlank und hat lockige Haare. Sieh mal an. Ja, der Mann heißt Juan Camilo, das weißt du doch. Und ich liebe ihn wie noch keinen zuvor. Guck mal, den Ring hat er mir geschenkt, als ich hierher ging. Wahnsinn, das ist ein Verlobungsring. Ja, wie schön. Aber du bist jetzt sehr weit weg und für ihn nicht zu erreichen. Da wird er sich austoben. Und wir sind hier auch ganz allein. Meinst du nicht, wir brauchen auch von Zeit zu Zeit ein bisschen Zuneigung und Liebe? Ich biete Ihnen 190.000 Pesos. Ist das genug? 190.000? 190.000? Mann, annehmen! Das ist das höchste Gebot, das wir bisher hatten. Und wer soll die Bestellung liefern? Das muss ich noch erfragen. Senora, und wer soll Ihnen die Bestellung liefern? Ich will Valentina. Sie will sie. Juhu! Seht ihr, die Zuschauer hassen mich nicht. Ich liefere die beste Bestellung aus. Okay, Macaroni verkauft für 190.000 Pesos. Ihre Adresse bitte. Mariaka, ich muss das vielleicht klar genug formulieren. Du sollst wissen, dass ich
für dich zur Verfügung stehe. Komm schon, mach mal lauter. Was du willst. Und Diana? Ist sie dir auf einmal egal? Also, das kann ich wirklich nicht verstehen. Ja, genau. Jetzt macht sie Ramon fertig. Manchmal sehe ich doch, wie sehr du dich nach ihr sehnst. Aber dann rennst du plötzlich Valentina hinterher. Und jetzt gehst du auf mich los. Wer soll das begreifen? Du bist unmöglich. Nein, nein, Marijacke. Aber wenn man hier so eingesperrt ist, dann verzerren sich die Dinge. Man sieht alles viel differenzierter. Die Zeit hier hat mich ziemlich verändert. Ich denke, du merkst das auch. Was ist mit deiner Ehe? Schmeißt du die einfach weg? Das ist nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben. Nach dem Kuss damals mit Valentina, meine ich, habe ich mich wahnsinnig angestrengt, mich wie ein Heiliger verhalten. Diana aber war es egal. Du beurteilst sie falsch. Das war ihr sicher sehr wichtig, aber für dich war es enorm gut. Du hast richtig Energie getankt. Nein, nein, ich war nur sehr wütend und voller Zweifel. Ich habe mich geärgert, weil ich so artig war und auf alles verzichtet habe und das für nichts. Weißt du was? Das belastet mich inzwischen überhaupt nicht mehr, Marijacke. Ich bin sogar richtig froh deswegen und dankbar, jawohl. Sonst wäre mir nie klar geworden, dass ich dich faszinierend finde und verrückt nach dir bin. Ich will dich, Schätzchen. Für eine Bestellung Burritos. Okay, also 130.000. Oh, Moment, ich frage nach 130.000 Sekunden. Nein, das ist zu wenig. Sagen Sie ihr, sie soll noch höher bieten. Wenn Sie tatsächlich an der Bestellung interessiert sind, müssten Sie höher gehen. Oliver? Was ist? Wie viel Geld ist noch da? Warte. Zwei... Sag endlich! 12.100. Okay, 142.100. Nein, Moment mal. Was ist? 142.000. Die 100 brauche ich fürs Telefon. Okay, Augenblick. 142.000. Was sagen Sie dazu? Viel zu wenig. Eloisa, es wird Zeit. In 5 Minuten wird die Versteigerung für uns zu Ende sein. Wir dürfen das Angebot nicht ausschlagen. Also annehmen? Na klar. Kann ich annehmen. Verkauft. Und wer soll Ihnen die Bestellung liefern? Felipe. Einen Moment. Ich schwöre, Eloisa. Hallo? Gehört bestimmt zu meinem Fanclub. Geht nicht so an, Kleiner. Ach, nein, ich sehe in dir eher einen Seelenverwandten. Du bist wie ein lieber Freund. Entschuldige, Ramon, aber sexuell sind wir nicht auf derselben Wellenlänge. Du bist nicht mein Typ, Ramon. Dann könntest du mich vielleicht wie einen Seelenverwandten lieben, mein Mäuschen. Echt süß und lieb. Das wäre spirituelle Inzucht, oder? Lassen wir es, ja? Echt süß, sagt sie. Und lieb. Hey, warte. Heißt das nun ja oder nein? Ich weiß jetzt, dass die Frauen die Männer mögen, die sie schlecht behandeln. Und seit ich mich so aufführe, finden mich die Mädels ganz toll. Aha, klar. Und wie denkst du, reagiert Amalia darauf? Du benimmst dich doch wie ein billiger Abklatsch ihres Ex-Freundes. Ich ein Abklatsch von Jackson? Ja. Du führst dich auf, als wärst du ein Rüpel und dauernd aggressiv. Hallo? Und genau davor hat sie die größte Angst. Vielleicht gefällt ihr das im Grunde auch. Ist mir egal. Soll sie doch denken, was sie will. Amalia ist für mich erledigt. Aha, bist du dir da so sicher? Klar doch. Wieso ist sie nicht aufgetaucht, als wir die 10 Minuten hatten? Hast du sie denn nicht in dem Wagen gesehen? Nein. Aber ich schon. Ja, sie war da, also hat sie Interesse an dir. Was sonst? Bist du dir sicher, sie war da? Gut. Natürlich, Junge. Und du wärst verrückt geworden. So super toll hat Amalia ausgesehen. Aber als sie die vielen Kameras entdeckt hatte, da rannte sie weg, als müsste sie um ihr Leben laufen. Weg war sie. Das bedeutet, das könnte heißen, sie will mich wiedersehen. Ich würde sagen, was sonst bestimmt sogar. Schatz, was hast du? Was ist passiert? Ich habe die Bestellung für Sie aufgeschrieben. Ich glaube, Sie kennen den Bezug. Ich will Ihnen nicht dauernd solche Notlügen servieren. Das halte ich nicht aus. Ach, weißt du, wenn ich an Papa denke, rege ich mich nur auf. Hallo? Na, sag schon, was dich quält. Einen Moment, bitte. Weißt du, mein Schatz, ein Gewinn wäre für mich super, aber für meinen Vater die Hölle. Ja. Je besser es für mich läuft, umso schlechter für ihn. Mach dich jetzt bloß nicht so verrückt. Wir werden Folgendes tun. Wir werden gleich morgen früh zu Carmen Morena gehen und sie fragen, ob sie irgendwas von deinem Vater gehört hat, ja? Wirklich? Ja, du süßes kleines Dickerchen, du bist so lieb. Komm, küss deine kleine Eloisa. Siehst du, jetzt lachst du wieder. Diana! Tun Sie mir einen Gefallen. Wo ist der Generalschlüssel? Entschuldigung, ich habe ihn... Kann ich Ihnen helfen?
Heute sind alle so von dem Test in Anspruch genommen, dass ich nutzlos bin. Ich kann eigentlich gar nichts tun. Tja, wenn Sie irgendwas tun wollen, dann helfen Sie mir bei der Organisation von... Nein, ich würde lieber nach Hause gehen. Na gut, dann gehen Sie doch. Danke sehr. Carmen? Oh. Ist die süß. Gefällt sie? Ja. Sie können sie besuchen. Da, wo ihr Schlafplatz ist. Hinter den Laken im Hof. Gern. Gut. Fein. So wie die Show vorbei ist, ja? Gut, schön. Okay. Carmen, dein Wasser. Oh, danke. Nice, Kitty. Ja, sehr niedlich. Salut. Salut. Wir sollten eher heute Abend mit gutem Wein anstoßen. Bitte verabrede dich nicht. Ich habe etwas geplant. Das dauert die ganze Nacht. Entzückend. Ich bin ja so glücklich. Ist das eine Freude? Endlich kommen jeden Abend so viele zahlende Gäste zu uns. Das war so klug von Rodrigo. Prima Idee, diese Hypothek aufzunehmen, nicht Kim? Wovon sollten wir denn sonst leben? Also mir wäre was eingefallen. Hör mal, die vielen Gäste sind auch mein Verdienst. Sie wollen mich sehen, die arme Frau. Glaubst du, ich finde Moment, das toll? Moment, das Programm fängt gleich an. Willkommen im Hotel Real. Wir kommen nun zur letzten Phase unseres schwierigen Tests. Der war sehr hart. Aber unsere Hoteliers haben ihr Bestes gegeben, um Sie, liebe Zuschauer, zufriedenzustellen. Ihre großzügigen Gebote waren eine tolle Unterstützung. Jeder Anrufer hat die Versteigerung offensichtlich sehr ernst genommen. Es wurde so hoch geboten, weil ihm nicht nur ein leckeres Essen gewunken hat, sondern auch der Besuch Ihres Lieblingskandidaten bei Ihnen zu Hause. Lassen Sie uns nun alle gemeinsam begutachten, wie die erste Auslieferung vom Team Ferienanlage heute verlaufen ist. Nein, das darf nicht wahr sein. Das ist Papas Haus. Super, ich höre schon die Worte meiner Mutter. Hey, Valentina, geh bloß aus diesem Programm raus und küss ja keine Männer. Oh, das wird nervig. Oh, da freue ich mich. Wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Hallo, meine Herrschaften. Komm, mein Schatz. Hübsch siehst du aus. Wir freuen uns wirklich sehr. Komm, mein Liebling, gib deiner Mutter einen Kuss. Duftest du gut. Hallo. Ach, ich bin total kaputt heute. Fix und fertig. Zu deiner Information, das Abendessen ist schon vorbereitet. Also setz dich hin und ich serviere. Nein, setz du dich lieber hin. Du hast keine Ahnung, was ich an Neuigkeiten hab. Ach, ich hasse sowas. Gute oder schlechte? Ach, mach erst den Fernseher aus. Och, nö. Sag mir sofort, was los ist. Du ziehst vielleicht ein Gesicht. Du kennst ja den Freund, den ich anrufen wollte wegen Rodrigos Hypothek auf dem Haus. Ist er etwa gestorben? Nein, zum Glück ist er frisch und munter, aber Rodrigo geht schlecht. Zum Teufel, was ist los? Wir dachten, er hätte locker noch 3 Monate, um die Hypothek abzuzahlen, stimmt aber nicht. Es sieht schlecht aus. Er hat auch nicht 3 Tage Zeit. Weißt du, was das bedeutet? Keine 3 Tage. Die Bank wird höchstwahrscheinlich in diesem Moment einen Gutachter hinschicken. Der wird schätzen und muss dann das Haus in Windeseile versteigern. Santiago... Echt schlimme Nachrichten, wirklich, oh Gott. Ach du lieber Himmel, das freche Ding trifft ihren Papa. Der wird Valentina doch glatt umbringen. Sei mal ruhig, ich will zuhören. Mama. Ich will das sehen. Soll ich dir helfen, Schatz? Nein. Mein Liebes, was für eine Freude, dich zu sehen, mein Liebling. Und lass dir ja nicht einfallen, ihr das schöne Zungenpiercing auszureden, nicht wahr? Was fangen wir denn mit der Zeit jetzt an? Hört auf mit dem Theater, ja?
Komm mal, hey, nicht anfassen, klar? Ist ja gut. Na komm, das Mädchen war schon als kleines Kind so widerspenstig. Nur keine öffentlichen Umarmungen. Ach, Mama, ob öffentlich oder privat, ihr umarmt mich sowieso nie. Aber Schatz, wie kannst du denn nur so etwas von uns behaupten? Du bist doch der ganz besondere Schatz von deinem Papa, unser kleiner Engel. Du bist doch deine Tochter. Was Besonderes ist sie. Sie wollte ja auch in dieses Programm rein. So was Verrücktes. Nein, im Ernst, du machst dich wirklich entzückend. Wir verpassen keine Folge, dein Papa und ich. Wir finden die Show hervorragend, nicht wahr, Bärchen? Ja, und wie? Das reicht. Nein, 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 Papa spielt nicht die Tochterversteher. Gut, Mama, ja? Dann frage ich dich was. Schön, frag mal. Findest frag du mal. Es besser, wenn ich Ramon küsse oder wenn ich mit Cesar im Bett liege? Ich bin mir nicht sicher. Dein Leben geht mich nichts an. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Natürlich, ja. Und wir respektieren das, sofern du dir nicht selbst damit schadest. Denn du weißt ja, wir lieben dich, mein Schatz. Hört auf mit dieser Verlogenheit. Sowas nervt nur. Das glaubt euch kein einziger Zuschauer. Das nervt. Seht euch dieses kleine Mädchen an. Sie will es einfach nicht wahrhaben, dass ihre rebellische Art nicht mehr zieht. Ich glaub nicht, dass wir es ernst meinen. Ich verstehe einfach nicht, was hier gespielt wird. Außerdem habe ich auch keine Lust, das rauszufinden. Man sieht sich. Ciao. Moment noch, warte. Gut, ist schon in Ordnung. Ist in Ordnung, wir werden dich nicht aufhalten. Du hast deine Verpflichtungen. Wir wollten dich nur mal kurz sehen und dir sagen, dass wir dich sehr gern haben. Furchtbar gern, Kleines, und das war's. Genau, mein Schatz. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich sehr, sehr stolz auf dich bin. All unsere Freunde verfolgen die Sendung mit dir, nicht wahr, Liebes? Überall im Land. Komm her. Hier ist das Geld für die Bestellung, mein Mädel. Du gewinnst doch. Ja, ich erwarte, dass du 300 Millionen Pesos gewinnst. Kann ich sonst noch was für dich tun? Viel Glück. Die täuschen sich gewaltig, wenn sie glauben, dass mich diese Liebesanwandlung irgendwie beeindrucken. Erstaunlich. Ja, so eine nette Familie. Nein, meine Liebe, ich denke, du hast dich sehr undankbar gegenüber deinen Eltern verhalten. Du hast ihnen nur Schmerz zugefügt. Das ist so gemein von dir. Sie waren so lieb. Hast du ihr Gesicht gesehen? Sie war echt sprachlos. Dieser Quintana ist ein Genie. Ich hoffe, er bleibt Produzent. Ja, da hast du völlig recht. Weißt du, ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf Valentinas Spiel einzugehen. Durch diese Aktion haben wir sie aufgemischt. Sehr gut. Nun, Valentina, bitte ich Sie nach vorn. Stecken Sie das eingenommene Geld dort in diese Box. Sie können uns gern noch etwas zu all dem sagen. Ja, das will ich auch. Hört mal, ihr beiden, ich nehme euch das Theater von vorhin nicht ab. Glaubt ja nicht, dass ich mich jetzt ändern werde. Ich werde euch noch viel schlimmer schocken. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café.